Herzlich willkommen zurück zu Koromon mit Arezo. Ich bin Arezo und der Plan für diese Folge sieht folgendermaßen aus. Wir machen eine 30-Minuten-Folge. Die ersten 15 Minuten jagen wir nach Phibius mit Potent oder höher und mit dieser Fungus-Fähigkeit. Fungus-Eigenschaft. Und wenn wir innerhalb der nächsten Hour 15 Minuten keine finden, dann machen wir einfach in der Story weiter. Ich meine, dann haben wir immer noch ein Phibio dabei, ne? Ich meine, wir haben eins in der Box. Wir müssen jetzt nicht unbedingt ein besonders gutes haben. Yugi erreicht Level 32. Verhexen! Das klingt doch nett. Das Koromon setzt dunkle Magie ein, um den Gegner zu verhexen. Und dadurch kann das Ziel 4 Runden lang nur noch Aktionen ausführen, die halt die Schaden verursachen. Okay, langweilig. Meinst du? Noch ein Seraphace. Das wird jetzt wahrscheinlich Habitak ausschalten. Es sei denn, es benutzt Glaskanone. Ne, macht's nicht. Wäre auch zu freundlich gewesen. Flinky Bug. Und zerschmettern klingt doch nicht schlecht, ne? Oh, aber dem geht's noch gut. Und Flinky Bug bekommt ihr ab jetzt Crits ab und macht weniger Schaden. Blitzschlag. Sehr schön. Ich glaube, wir gehen mal kurz heilen. Oh, Moment. Das da nehmen wir noch mit. Los geht's. Na los, beeil dich. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen noch ein Phibio fangen. So, einmal bitte um alle kümmern. Was wir auch mal machen können, wir können im Sumpf nachgucken. Im vorletzten Sumpf haben wir die Dings da sind, die Blumentöpfe. Ich glaube nicht, dass da schon was gewachsen ist, aber für den Fall der Fälle sollten wir da nachgucken. Und wenn da schon was gewachsen ist, dann sollten wir auf jeden Fall nach Hayvale gehen, weil dann wird da auch schon wieder was gewachsen sein. Wen haben wir gerade vorne? Habitak immer noch. Ist in Ordnung. Shigi wäre eigentlich auch nicht schlecht. Bloß bei unserer Beute, den Phibius, müssen wir dann auswechseln. Autsch. Und direkt weiterzünden. Autsch. Und Shigi wurde paralysiert, wie gemein. So, wo kommen wir jetzt doch gleich wieder in den zweiten Bereich hier? Weiter hier als... Ah ja. Die müssen auf ihre AP aufachten, die Lampires. Wenn sie nicht genug AP haben, dann kippen sie aus der Luft, weil sie die ganze Zeit mit den Flügeln flattern müssen. Die müssen doch bessere Angriffe haben, ne? Andererseits, was sie sonst eben haben, ist eine Vierfachladung und wirklich stark ist die auch nicht. Level 35 für Shigi, yay! Yeah. Oh, da oben haben wir einen... Okay, der Fungus ist weg. Da haben wir ein Phibio. Team Flinky Bug. Wolkenbruch ist jetzt nicht so schlimm, ne? Eine Crit. Oh nein.
Genauigkeit ist gesunken. Okay, das kann tatsächlich nervig sein. Und Zerschmettern sollte den erledigen. Da kann er seine Spezialverteidigung noch so sehr erhöhen. Das ist ein physischer Angriff. Okay, aber es hat nicht getroffen. Wuchtangriff hat nichts gemacht. Gut gemacht, Flinkybug. Und du bist vergiftet. Level 29 für Flinkybug. Bald sollte sich das auch wieder entwickeln, ne? Und dann haben wir wieder eine Entscheidung zu treffen. Denn Flinkybug wird höchstwahrscheinlich auch keins unserer steten Teammitglieder. Luftbefeuchter. Definitiv nicht, was ich haben möchte, wenn ich mit Shiggy hier draußen bin. Flinkybug! Stehender Geist, okay, kannst du gerne machen. Spezialverteidigung ist gestiegen. Und wieder das Zerschmettern. Phibius Genauigkeit ist gestiegen. Solange unsere nicht sinkt, ist alles in Ordnung. Oh, der lebt noch. Benutzen wir noch den Blitzschlag. Au. Und weg ist es. Sehr schön. Wir kommen nur sehr langsam hier voran gerade. Da oben haben wir die Süßpilze und den Lügner, der behauptet, hier gäbe es keine Süßpilze. Ein Phibi und ein Taddel. Das Taddel ist potent. Das könnte gut sein. Ja, okay, schicken wir... Obwohl, wir schicken zuerst Rettern, um sich um das Phibio zu kümmern. Und danach schicken wir Yugi für das Taddel. Spezialverteidigung ist gestiegen. Wunderbar, sehr schön. Das Phibio. Ja, das Phibio ist nur Standard. Und damit ist es weg. Gehe ich. Also denke ich. Ja, sehr schön. Eiskaffee erreicht Level 23 und Froststacheln. Durchbohrt das hier mit scharfen Froststacheln, fügt Schaden hinzu und hindert das Entkommen. Ja, das hat Kraft 70? Das kam mir bisher immer so schwach vor. Yugi, du bist dran. Wuchtangriff bringt hier nicht wirklich viel. Und taktischer Schlag. Eventuell brauchen wir ihn zweimal. Und... Nein, einmal reicht, weil wir einen Crit hatten. Sehr schön. Und einen Spinner. Und... Ah, das hat nur Luftbefeuchter. Wollen wir uns die Zusammenfassung angucken? Ja. Koromon löst für 5 Runden Regen aus, wenn es einen Kampf eintritt. Ja, trägt nichts. Gut. Wir wollen es natürlich behalten. Ja, du bekommst einen Namen, nämlich Sprinkler. Ich habe es Sprinkler genannt. Ach, verdammt. Meilenstein erhalten für ein potentes Koromon, das wir gefangen haben. Ich denke, wir müssen hier lang. Da haben wir noch ein paar Pilze, die verfault sind. So, jetzt müssen wir nur noch das Haus hier finden. Moment, das hier wäre... Ach, das hier sind sowieso eine Zen-Pilze, ne? Das hier ist Fungus, ha! Kann ich... Nein, ich kann keine Pilze verbrennen. Um mir den Weg hier frei zu machen.
Hier hätten wir wieder eine gute Fungusstelle. Und hier haben wir Koromon. Und eine seismische Welle dürfte theoretisch... Au! Erdbeben der Stärke 10. Ja, reicht für beide. Noch was für Shiggy, 900 noch was für ein paar andere. Das verteilen wir später, danke. Flinkybug hat auch ein bisschen was von seinem Potenzial freigeschaltet bekommen. Verteilen wir später. Meilenstein erhalten, auch schön. Flinkybug wurde von der Vergiftung geheilt, sehr gut. Und, haha, Jubafro ist fast reif. Nicht reif, sondern nur fast reif. Okay. Aber wir haben ja noch ein klein bisschen... Oh, das sind viele Leute. Schicke, kriegst du die alle? Ich weiß, das ist nicht effektiv gegen die, aber... Stärke 8 auch nur. Für die Swarmies sollte das doch reichen, ne? Ja, sehr schön. Ja, aber Swarmies bringen so wenig Erfahrung. Tschüss, Biesel. Shiggy erreicht... Oh! Shiggy entwickelt sich. Zeig uns mal die Entwicklungsdetails. Okay, dicke Haut plus plus. Seine dicke Haut schützt das Koromon vor kritischen Treffern, Schnittfähigkeiten und Blutung. Okay. Ja, ich denke, vor Krits geschützt reicht. Und Shiggy wird unser tolles neues Turtok. Shiggy hat sich zu Volcadon entwickelt. Okay. Level 36, sehr schön. Unser erster Nicht-Käfer Entwicklungsstufe 3, ja, ne? Ich habe einfach aus Pokémon drin, dass Käfer Stufe 3 nicht wirklich Stufe 3 ist. Ja komm, Flinkybug, kannst dir eine neue Vergiftung abholen. Und Blitzschlag. Erstmal kommt Schneematsch. Ja, das reicht, sehr schön. Bringt leider nur relativ wenig Erfahrung. Ein Goldspinner, sehr schön gemacht, Yugi. Ah, der. Da haben wir wieder einen Fungus verpasst. Schnogi, okay. Brauchen wir nicht wirklich. Und wenn wir eins bräuchten, dann würden wir es nicht hier suchen. Ich habe mir gar nicht angeguckt, wie die Werteverbesserungen jetzt sind. Ich habe mir wirklich nur die Eigenschaft angeguckt. Okay, wir fliehen einfach vor denen, wenn sie nicht potent sind, okay? Vor denen hier nicht. Aber der Wechsel zu einem anderen Koromon würde einfach... Au! Länger dauern, als zu fliehen. Stärke 7 nur. Aber, ja, das reicht. Die haben tatsächlich erstaunlich viel gegeben. Okay, die sind... Ich denke, in der Entwicklungsstufe sorgt dafür, dass sie wesentlich mehr Erfahrungspunkte geben. Selbst wenn die... Selbst wenn das Level nicht so viel höher ist. Ich glaube, es hat sich damit mehr Schaden selbst zugefügt als uns. Etwas von seinem Potenzial entfaltet. Sehr schön. Spezialangriff ein bisschen höher, ein bisschen Angriff höher. Und
wir sind bei Minute 15. Wir schauen mal, ob die Pflanzen jetzt reif sind. Fast reif. Okay, wir warten noch, bis die Pflanzen reif sind, okay? Ich wollte eigentlich nur bis Minute 15 nach Tadits gucken. Beziehungsweise nicht Tadits, sondern Phibius. Und ich meine, wir haben ein Taddle immer gefunden, das die richtige Dings da hatte. Die richtige Eigenschaft. Leider. Nicht die richtige Eigenschaft. Eins, das potent war, aber leider hat es nicht die richtige Eigenschaft. So. Genau andersrum. Ich habe wieder Unsinn erzählt. Hallo, Biese. Ich find's nett, dass die tatsächlich ihren Namen sagen. Aber in den Pokémon-Spielen... Ich weiß gar nicht, wie es im Manga war, aber im Anime war es ja so, dass die Pokémon ihre Namen gesagt haben. Aber in den... So, jetzt sind Angriffswert und Verteidigungswert gleich. Aber in den Spielen waren es eben immer nur die Zwischenworte, nicht die Zwischenworte, die ganz normalen Laute, als wären es eben normale Tierlaute. Auch in den späteren Spielen. Wobei ich es nicht ganz sicher weiß bei den großen Konsolenspielen. Also auf den großen Nintendo-Boxen. Stärke 5 nur. Okay, aber es ist immerhin sehr effektiv, das heißt, es hat trotzdem noch gehabt. Und wir haben das doppelte Level. Jetzt noch mehr. Eiskaffee erreicht Level 25, sehr schön. Ein Phibio, vor dem wir wegrennen. Luftbefeuchter hat sowieso nicht die richtige Eigenschaft. Fungus eingesammelt, sehr schön. Wenn wir eh schon hier oben sind, können wir nach den Pflanzen gucken. Nein. Da. Da haben wir einen Zen-Pilz, der gerade reif wird, aber die Lampires sind viel wichtiger. Autsch. Erdbeben der Stärke 9, das klingt doch schon wesentlich effizienter. Effektiver, stärker. Ich find's doof, dass die nacheinander hier umkippen, wenn sowas kommt. Au! Yugi hat die nächste Entwicklungsstufe. So. In 10% der sehr wertvoll aussehende Items gegen wertvoll aussehende Items gegen Items. Okay, ja, wir bleiben wieder dabei, ne? Weniger LP, weniger Initiative, weniger Verteidigung. Verbessere dich nochmal, haben wir bekommen. Mal sehen, was wir da so Schönes finden können. Hallo, Biese. Und zünden. Und weg sollte es sein. Tschüss, Biese. Eiskaffee bekommt wieder ein bisschen Potenzial. Brauchen wir aber gerade nicht. Eiskaffee erreicht Level 26. Sehr schön. Meilenstein erhalten, auch schön. Wir hatten bei den Belohnungen, bei den Levelaufstiegsbelohnungen jetzt in nächster Zeit nichts, was wir schnell brauchen. Wäre dann wieder so ein EP-Teiler mit bei gewesen. Dann würde ich das immer mal wieder schneller kontrollieren. Aber so nicht. Shiggy fast Level 38. Wir holen hier nebenbei auch gut mit dem Leveln auf. Das ist gut. Besonders durch die Lampires hier. Die sind sehr hilfreich. Selbst mit einem Erdbeben der Stärke 6 fallen sie ziemlich gut um. Shiggy erreicht Level 38, sehr schön. Bald haben wir Rettern eingeholt. Bald.
Okay, die Swarmies bringen natürlich nicht sonderlich viel. Er bringt mit der Stärke 8. Eventuell haut das alle direkt um. Ja, sehr schön. Und wieder über 1000 mit einem Angriff. Wir können hier sehr gute Erfahrung kriegen. Eine Juba-Frucht. Okay, schauen wir mal nach den Früchten da drin. Fast reif. Wie fast genau ist es? Es wäre wirklich gut zu wissen, wie lange das insgesamt braucht, ne? Es kann durchaus sein, dass fast bedeutet noch eine Stunde oder so. Und dann warte ich jetzt ziemlich umsonst. Okay, wisst ihr was? Wir warten noch, bis die Aufnahme bei 25 Minuten ist. Dann gehe ich nochmal nach den Früchten gucken. Und dann gehen wir zu Fuß aus dem Wald raus, um nochmal Tadizi die Chance zu geben, aufzutauchen. Und dann in der nächsten Folge geht es tatsächlich weiter. Oh, das ist ein Stärke 4 Erdbeben. Es reicht trotzdem. Frag mich, was das Niedrigste ist. Ob tatsächlich Erdbeben der Stufe 1 das Niedrigste ist, das man erreichen kann hier. Energiesauger, yay. Yeah. Ich weiß, dass ihr das ganz gerne macht, aber muss jetzt nicht sein. Hallo Fibio, du hast kein Potenzial. Hallo Biese. So, auch weg. Die bringen auch nicht so viel, ne? Wir könnten für die Effizienz. Wir laufen rum und wir fliehen vor dem meisten. Außer es ist ein Fibio, ein potentes. Oder eben die Vorentwicklung. Oder es bringt uns einiges an EP. Also auch bei den Teams, besonders bei den Lampires, genau bei denen da, benutzen wir natürlich noch weiter unser kleines Erdbeben. Unsere seismische Welle. Erdbeben der Stufe 5. Sehr schön. Tschüss, beide. Das sollte generell eine ziemlich gute Methode sein, um auch aufzuleveln, ne? Mit einem Koromon, das mehrere Leute besiegen kann, mit einem Schlag lang zu laufen. Wir haben natürlich Leute eben immer mit Awa, den Trägheitsdingern im Gepäck. Ich sollte im Laden nachgucken, ob man eventuell Trägheitsdinger auch noch kaufen kann. Sollten wir mal ein bisschen nachforschen und gucken, wie Pay-to-Win das Spiel ist. Das hier scheint ja einen Echtgeld-Shop auch zu haben, ne? Wenn man dort nämlich die Trägheitsdinger kaufen kann, nicht die großen, ist das nicht unbedingt gut. Ich weiß, dass man die verschiedenen Farben sich kaufen kann und das finde ich in Ordnung. Besonders, falls man sie sich auch anstrengend im Spiel verdienen kann. Feuer an freigeschaltet. Flame on. Das ist eine Marvel-Anspielung. Feuert den Benutzer an und verdoppelt die Kraft des nächsten Angriffs vom Typ Feuer. Wollen wir dafür den Wuchtangriff aufgeben? Ich denke nicht. Ich überlege, ob wir den Wuchtangriff aber generell mal austauschen sollten. Durch Zerschmettern. Ich denke, das machen wir mal. Wuchtangriff aus. Und stattdessen nehmen wir Zerschmettern mit. So, Shiki hat wieder ein bisschen Potenzial bekommen. Spezialangriff hoch, ein bisschen Angriff hoch.
Eiskaffee erreicht Level 28, schön. Sollte sich auch langsam mal entwickeln, ne? Oh, Pilz. Also Fungus. Was aus irgendeinem Grund kein Pilz ist. Und wir haben aus irgendeinem Grund dieses Ding hier. Wir haben diesen Einbalken, den man umherschieben kann, aber es scheint nicht zu bringen, den umherzuschieben. Oh, wir sind bei 25. Okay, dann gehen wir mal schnell nachgucken hier. Und die sehen immer noch unreif aus. Okay. Dann gehen wir jetzt zu Fuß wieder nach Hause. Hallo Fibio. Tschüss Fibio. Moment, ich glaube, ich muss hier lang. Achso, nein. Hier lang. Die können wir wieder ein bisschen wellen. Jetzt muss ich mich da umgewöhnen, was die Position angeht. Oh, das war ein Erdbeben der Stufe 2, glaube ich. Aber reicht immer noch. Eiskaffee bekommt wieder ein bisschen Potenzial. Okay, Meilenstein erhalten, sehr schön. Hier warten wir noch ganz kurz. Fungus erhalten, sehr schön. Okay. Wenn ich jetzt sich ein Tuddle melden möchte, dann muss es sich beeilen. Und ist es das? Nein, das ist ein Schnuggi. Und einmal zünden. Und weg ist das Schnuggi. Hier kommen aber schnell Leute. Oh, okay, das ist immer ein guter EP-Haufen, ne? Seismische Welle sehr effektiv gegen alle davon. Aua. Hört auf. Aus. Schicki geht's nicht mehr so gut. Aber ein HP reicht noch für die hier, ne? Yugi erreicht Level 34, sehr schön. Ich könnte Schicki einfach auswechseln. Fibio und Tuddle, keiner davon potent. Nein, hier sind wir nicht ganz richtig. Moment mal kurz. Ist das der normale? Ja, doch, das ist der normale Ausgang. Und das bedeutet, wir müssen nach unten, ne? Genau, hier lang. Okay, wunderbar. Tja, Mission Tuddle, fehlgeschlagen. Wir können jetzt den Rest einfach teleportieren. Aber für die paar Meter, wahrscheinlich hätte sich das nicht wirklich gelohnt, ne? Okay. Erst einmal heilen. Sehr schön. So, dann. Wir wollen ein Koromon mitnehmen. Nämlich Blaufrosch. Mit Antifungal. Ja, wen lassen wir dafür da? Ich würde sagen Eiskaffee. Wir können Eiskaffee später wieder reinholen, um es zu trainieren, ne? Und dann geben wir natürlich den Trägheitsedelstein an Blaufrosch. Sehr schön. Dann sollten wir auch mal kurz nachgucken. Okay, erstmal bei den Meilensteinen sollten wir kurz nachgucken, was wir so alles haben. Oh, hier haben wir auch den. Ist das ein Shop? Ne, das sind nur tägliche Boni.
Da haben wir ein Level auf, sehr schön. Wir haben schon eine Weile nicht mehr hier raufgeklückt, ne? Jeder fünfte besiegte Kampfforscher, davon hatten wir nicht so viele. 10 Koromon tatsächlich gemacht, sehr schön. Füge einem Koromon 100 Schaden zu. Einzigartige Potente finden, Potente gefangen. Sehr schön. Und da haben wir wieder einen Haufen Zeugs. Das hier ist ein Fähigkeitsblitz. Das hier sind die Rückschrittspillen, genau. Das sind Kombikuchen, Elz, sehr schön. Goldspinner 3, auch schön. Das ist ein Goldklumpen 1. In Pokémon waren die Goldklumpen wirklich nur zum Verkaufen. Da schauen wir nochmal schnell nach, was wir hier so haben. Hier sehe ich ihn jetzt gerade nicht. Da haben wir Titanessenzen. Ich meine, was könnte ein Goldklumpen außerdem sein? Es könnte theoretisch für Elektroattacken sein, ne? Verdiene nach einem Kampf zusätzliches Gold. Oder so. Okay. Gut. Ich würde sagen, dann beenden wir hier die Folge. Haben wir geheilt? Ja, gut. Dann können wir in der nächsten Folge weitergehen mit dem... wie heißt es doch? Mit der Bahn fahren. Und ja, das war's. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.